Namaste, Namaste, herzlich willkommen, liebe Freunde beim KI-Report, der Geschichte hinter der Geschichte, der Stimme des Wahnsinns, der Echokammer des Grauens, aber auch der Arche Noah, der Zuversicht und der Hoffnung. Bevor wir loslegen mit dem Titel Wir gegen Impfgegner, bitte beachtet das Fragezeichen. Wieder meine Werbung. Ja, ich habe Freude, dass ich spielen darf. Die Rache der Papayas am 26. März in der Konserve in Seeon. Schönes Lokal. Ab 20.15 Uhr, mein Kabarettprogramm. Vorher kann man sich betrinken, dass das alles nicht so hart ist, was da kommt. Nein, es ist ein relativ Corona-freier Abend. Feine Begegnungen, Geschichten, die das Leben schreibt, aus der Straße, aus dem Zug und so weiter und so fort, weil wir haben ja jetzt langsam genug von dieser Mikrobe und es tut gut, mal etwas anderes zu hören. Anmeldungen unter tickets@conservi.ch mit Vermerk die Rache der Papayas, Anzahl Personen mit Vor- und Nachname. Ja, ein spannendes Thema. Und zwar kam plötzlich der Verdacht auf, und ich sage nicht, dass es so ist, ich weiß nicht, ihr sollt euch auch eure Meinung bilden. Ich finde es noch irgendwie spannend. Philosophia Perennis, David Berger, Theologe, ruft der Bundesverfassungsschutz in Deutschland zur Meldung von Impfverweigerern auf? Fragezeichen. Und wenn man diesen Artikel liest, dann kommt man auf eine www-Adresse und die heißt www.nichtimpfgegner.in. Und wenn man auf Google geht oder auf DuckDuckGo, dann findet man tatsächlich verschiedene solche Einträge. Und wenn man dort drauf geht, dann öffnet sich da so ein Fenster mit der Bundesrepublik. Da merkt man, das ist jetzt nicht behördlich, sondern es wäre ein schlechtes Wappen, oder? Und dort kommt dann diese Homepage. Wir gegen Impfgegner, Sternchen innen. Und dann kommt solch, da sieht man, das sind dann die Gelben sind die Geimpften, die Roten sind die Nicht-Geimpften. Prozentual dürfte das so etwas stimmen. Und die schreiben dann, gleichzeitig teilt diese Minderheit ständig ihre Sichtweise, egal ob man daran interessiert ist, und lässt andere Sichtweisen nicht zu. Einige Personen aus diesen Kreisen wenden außerdem Gewalt an. Wir alle wissen, wer diese Menschen sind. Sie sind unter uns, und als pluralistische Gesellschaft vergessen wir scheinbar eines: Wir sind mehr. Und das geht dann noch weiter. Bist du mittlerweile auch so genervt von Impfverweiger, Sternchen innen, und deren Einfluss auf unsere Gesellschaft? Und dann geht das weiter auf dieser Homepage. Dann kommt so ein Formular. Erstens, jetzt Impfverweigerer melden, Herr, Frau, divers. Also die sind modern. Ja? Mit Vorname, Nachname, Telefonnummer ist optional und so weiter. Person verwendet gefälschte Impfgenesenen-Dokumente. Ja, nein. Und Priorisierungsempfehlung, sehr wichtig. Person ist im Gesundheitswesen tätig. Person ist in der Pflege tätig. Ah, ich weiß nicht, gehört die Pflege nicht zum Gesundheitswesen? Person hat viel ungeschützten Menschenkontakt. Wichtig, Person muss vor sich selbst geschützt werden. Gefahrenstufe niedrig, Person ist ein guter Mensch, braucht Aufklärung, besorgt, Angst vor Injektion, Mittel, Schulmedizin ablehnend, Esoteriker, Sternchen in, Homöopathiegläubig, harmloser Querdenker, Schwurbler, Mitläufertyp. Hochgefährlich, möglicherweise gewaltbereit, teilt nationalsozialistisches Gedankengut, sehr hoch, gewaltbereiter Querdenker oder Reichsbürger. Also, gut, man könnte jetzt denken, ja, kannst aufhören, alles Fake News da, aber es geht noch ein bisschen weiter. Ne? Dann gibt es für die Behörden, nicht? Da ist auch auf der Homepage, gibt es eine Rubrik für die Behörden, also die Hilfeleistung für die. Leitfaden zur Datennutzung, gut, schadet nicht so, wenn man den Behörden da ein bisschen hilft, oder?
Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Gesundheitsbehörden, welche eine WGI-Datenmeldung erhalten haben. Das WGI ist Wir gegen Impfverweigerung. Und diese im Sinn einer Pflichtimpfpriorisierung nutzen wollen, es empfiehlt sich, den IT-Support Ihres Hauses mit einzubeziehen, da beispielsweise mit dem Einrichten von E-Mail-Regeln WGI-Mails, welche als Rohdaten zu betrachten sind, ausgefiltert werden können. Auf diese Weise kann eine unnötige Mehrbelastung der Arbeitskräfte auch in Ihrem Hause vermieden werden. Dann kommen weitere Formulare und dann wird es dann ganz komplex. Vorher Base 64 Decode, da könnte jetzt, glaube ich, Niklas weiter referieren. Egal, und dann ist das Problem, ist, dass diese Homepages ja nie ein Impressum haben. Aber da gibt es eines, Impressum, Bundesservice Telekommunikation, Heidelberger Straße 3-64, 12435 Berlin, Deutschland. Oder? Und dann auf dieser Homepage, ihr habt gesehen, hat ja, ja Google, kommt da prominent, kommt diese Homepage, da hat es dann auch Promis drauf, nicht? Also die Merkel ist drauf, die Nancy Faeser ist drauf, Monsieur mit Fanclub ist drauf. Ich biete jedem an, dass ich ihn selbst impfe, Karl Lauterbach, Bundesminister für Gesundheit. Und die haben dann auch eine Rubrik, Expertenstimmen. Ich frage mich jetzt da einfach, wenn das alles Fake News ist, oder? Ich meine, die würden ja verklagt werden von diesen, die haben ja genug Rechtsanwälte, diese Minister und Ministerinnen. Oder? Und jetzt kommt der Stern, gut, jetzt kann man sagen, Stern, ach, seit den Hitler-Tagebüchern, also, aber immerhin, Stern gehört zum Mainstream. Die werden nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, zumindest ist mir das nicht bekannt. Und die bringen das relativ prominent mit einem Bild vom Bundesministerium des Innern. Bundesservice Telekommunikation, also genau eigentlich das da, Bundesservice Telekommunikation, bringt jetzt der Stern da. Mit einem Anruf um 2 Uhr nachts, Hackerin will Geheimdienst hinter mysteriöser Behörde enttarnt haben. Okay, da geht man natürlich weiter, down the rabbit hole. Karteileiche, Geheimdienst, immer noch Stern. Hackerin entdeckt zufällig eine mysteriöse Behörde und niemand will sich dazu äußern. Also die Anfragen, offenbar hat der Stern da mehrfach angefragt und es gibt einfach keine Antworten. Und früher hieß es ja, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich weiß nicht, ob das immer noch zählt. Und jetzt kommt diese Hackerin, nein, es kommt zuerst ein Artikel vom Stern, von Christian Hensen. Lilith Wittmann, so heißt die Hackerin, will es geschafft haben, die Tarnung des Bundesservice Telekommunikation sei dahin. Ihre spannende Recherche erinnert an die Arbeit eines Geheimdienstes, schreibt der Stern. Nicht Reitschuster und nicht Kaimi und nicht Stricker. Vor wenigen Tagen stieß die Berliner IT-Aktivistin und Hackerin Lilith Wittmann auf einen ungewöhnlichen Eintrag in einem offiziellen Verzeichnis des Bundes zur Abteilung sämtlicher Behörden. Ein sogenannter Bundesservice Telekommunikation war zu sehen. Den kannte die versierte Expertin, die sich häufig mit Behörden beschäftigt, aber nicht. Und sie fragte bei offiziellen Stellen nach. Einzige Reaktion? Fragezeichen. Der Eintrag verschwand aus besagter Liste und niemand äußerte sich zu dem Fall. Eine Karteileiche konnte es aber nicht sein, denn an der Adresse hängt ein passender Briefkasten. Hier beginnt der zweite Teil der Recherche um den Bundesservice Telekommunikation, den Wittmann Schritt für Schritt in ihrem Blog beschreibt. Und den Blog gibt es tatsächlich auch. Lilith Wittmann Blog, Bundesservice Telekommunikation enttarnt. Dieser Geheimdienst steckt dahinter. Vor einigen Tagen habe ich darüber berichtet, wie ich versehentlich über eine Bundesbehörde gestolpert bin, die es eigentlich gar nicht gibt, den Bundesservice Telekommunikation. Ich war mir sicher, ich habe die Tarnbehörde eines Geheimdienstes entdeckt. Nur eine Tarnbehörde, welcher der vielen Geheimdienste ist es. Ich glaube, das habe ich jetzt herausgefunden. Und noch viel mehr. Zur Erinnerung, ich bin im Verzeichnis der Bundesbehörden über einen mindestens 10 Jahre alten Eintrag zu einem Bundesservice Telekommunikation gestolpert. Eine Institution, über die quasi nichts herauszufinden war. Weder über das Internet noch durch Herumfragen in der Bundesverwaltung oder über eine offizielle Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Sie verfügt aber über Büroräume an einer Adresse in Berlin-Treptow und hat seit einigen Wochen sogar eine funktionierende E-Mail.
Und dann, das ist wieder Stern, so war für Wittmann nach Hinweisen von Mitsuchenden auf der Webseite der Hausverwaltung von besagtem Bürokomplex relativ schnell festzustellen, dass sich dem hinter dem Briefkasten ein 2500 Quadratmeter Büro befindet, vermietet an ein Bundesministerium. Der Screenshot dieser Angabe ist in Ihrem Blog zu finden, auf der Webseite ist er verschwunden. Bekannte Muster, schreibt dieser Herr Hensen im Stern. Und obwohl sich diese Information zunächst als Sackgasse erwies, stattete Wittmann der Adresse einen Besuch ab. Mehr als zugezogene Vorhänge und vorbildlich gepflegte VW T6-Busse in der Tiefgarage gab es nicht zu sehen. Immerhin, die Busse erkannte Wittmann aus anderen Berichten über den Verfassungsschutz wieder. Also, soweit das, und da kann man nur sagen, Dummy sehe ich nochmal, also irgendwie schon noch spannend. Aber die Moral von der Geschichte ist, und da stellt man sich natürlich schon auch Fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Behörde, deren Auftrag es ist, möglichst unerkannt zu bleiben, sich nun für jeden zugänglich im Impressum eine Seite outet, die zur derzeitigen Stunde enormen Sprengstoff enthält. Ihr habt ja gesehen, WGI, wir gegen Impfstoffgegner, Sternchen innen. Ist man dort so naiv oder denkt man um so viele Ecken, dass man davon ausgeht, dass die einfache Wahrheit schon immer die beste Tarnung war? Max Frisch. Ja, wenn Sie keine Parkbuße wollen, dann stellen Sie das Auto vor ein Polizeipräsidium. Da bekommen Sie nie eine Buße. Weil die denken, ja, die sind ja drinnen und es gibt ja dann noch mehr Probleme. Ist die Seite vielleicht das Experiment einiger Soziologen, die ausforschen wollen, wie weit der anständige Bürger, Nancy Faeser, in seiner Denunziationswut zu gehen bereit ist? Ja. Oder stecken findige Journalisten dahinter, die durch eine gefakte Seite die Behörde unter Druck setzen und so zur Klarstellung und damit zur Offenlegung ihrer Existenz und Aufgaben zwingen wollen? Oder, auch das wäre nichts Neues, handelt es sich bei der Seite vielleicht um das in Anführungszeichen Kunstwerk irgendeines Künstlerkollektivs, das später rufen wird, Aluhüte fallen selbst auf solche offensichtliche Satire rein. Und damit dem wirklich befieden Treiben des Corona-Regimes neuen Raum zu geben, indem man die Kritiker der C-Maßnahmen und der Zaubermittelpflicht als dumpfe Verschwörungstheoretiker enttarnt. Ganz ehrlich gesagt, Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, kann ich nur Marco Rima zitieren, ich weiß es nicht. Aber auch da kommt ein Sprichwort aus dem Volksmund, wo Rauch, da auch irgendwo ein Feuer. Und da gibt es schon ein paar Dinge da, die suspekt sind. Und ganz ehrlich gesagt, wenn wir sehen, was in den letzten 2 Jahren gelaufen ist, dann würde mich diese Denunziations-Homepage, das ist ja nichts anderes, immerhin mit milden Dingen, guter Mensch, aber unsicher, braucht Informationen, trägt Herz am rechten Fleck, aber hält Oberarm noch nicht hin oder was weiß ich. Es ist, ja, es ist interessant und wir wollten da jetzt mal was bringen, das völlig unklar ist, wie fundiert das ist, wie viele Anteile Fake, wie viele Anteile List da drin sind. Macht euch selber ein Bild, mal sehen, ob da alles debunked wird und alles auffliegt als Fake News oder auf der anderen Seite eben als neuer Skandal. Und da gab es schon wirklich genug in der Geschichte der Geheimdienste, der Spionage, des Ausspionierens, der gegenseitigen Kontrolle und Anzeigen. In diesem Sinne, United Non-Compliance, bleiben wir wach und schauen wir, dass Amandla Avetu alle Macht dem Souverän, also uns. Stay tuned, hinterlasst ein Abo, leitet uns weiter, abonniert unseren zweiten Kanal, drückt auch auf die Glocke. Weil wir haben so das Gefühl, Niklas und ich, so richtig laufen diese Informationen nicht, die Benachrichtigungen. Darum schadet es bestimmt nicht, wenn ihr zwischendurch wieder mal auf die Glocke drückt. In diesem Sinne, saludos a todos, sali zusammen, bis bald.